Ja, in Karlsruhe lässt natürlich niemand den Karl Benz in Ruhe, auch wenn er mit C geschrieben wird. Und so ist hier tatsächlich von 1899 bis 1990 eigentlich das Alphabet der Automobilgeschichte vertreten. Am besten gefällt mir, dass wir eine Veranstaltung über Jahre bestätigt haben, die Veranstaltung immer größer wurde, die Veranstaltung, der Name der Veranstaltung zu einem Art Markenbegriff geworden ist und was ich natürlich ausgesprochen positiv finde und was eine Veranstaltung wie diese gar nicht möglich gemacht hätte, ist die immer bessere Unterstützung durch die Stadt. Ich freue mich immer, wenn mein Urgroßvater mit so einem Riesenfest und mit so unterschiedlichen Autos, die es ja nun inzwischen gibt, geehrt wird. Und mit ihm wird ja dann auch meine Ururgroßmutter geehrt, die hier in Karlsruhe ja gelebt hat. Wir sehen ja jetzt schon, wie voll es ist und ich denke mal, also 20.000 Zuschauer könnte eine Zahl sein, die zu erreichen ist. In den vergangenen Jahren war es auch so und so wie es aussieht, könnte es sich dieses Jahr sogar verbessern. Pläne gehen dorthin, ein Mobilitätsfestival daraus zu machen, das heißt unter Einbeziehung auch des Thema Dreis und einen festen Programmpunkt hier in die Stadt hineinzubringen, der eben auch einen Tragweite hat, die über die Stadtgrenzen hinausgeht, einen Bekanntheitsgrad erhält, der über die Stadtgrenzen noch weiter über die Stadtgrenzen hinausgeht und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg.